Hallo, meine letzte Ehre erweisenden Hanfteebrüher und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren lauschig, flauschigen und immer noch klein wenig traurigen Ründchen hier bei War Tales. Wir sind immer noch leicht traurig über den Abschied von Rhea, aber in der letzten Runde haben wir ihr die letzte Ehre erwiesen und nun werden wir uns weiterhin unseren Aufgaben widmen, uns weiterhin aufbauen, verbessern, gucken, vergrößern auch weiterhin. Wir benötigen noch 2 Bärskis, die wir noch besorgen wollen. Die stehen immer noch auf der Agenda. Werden wir noch machen, bevor wir hier in das Lager gehen und die ganzen Inquisitoren zur Hölle jagen werden. Und das machen wir auch noch. Also das verspreche ich euch. Die werden wir zur Hölle jagen. Wir werden der arme Seele da helfen. Weil... Nee. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich mag sie nicht. Wir werden es ihnen auch zeigen. Oh nein, 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 nein. Lasst mich einfach. Ja, warum läuft ihr jetzt auf einmal durch den Wald? Wollt ihr mich verrollen? Kann doch nicht sein, dass ihr jetzt mitten durch den Wald lauft. Meine Güte. Oh, jetzt habe ich gerade weggeguckt. Ich muss immer so drauf aufpassen. Wenn man sich ablenken lässt, ist es immer sehr schlecht. Dadurch habe ich jetzt gerade nicht gesehen, dass wir uns ausgelaufen sind. Wir werden jetzt mal da hochgehen. Und werden mal da weiter gucken. Ja, ich mache jetzt die ganze Vorproduktion. Das müsste jetzt die Samstagfolge sein. Bin ja mal gespannt, was ihr zu meinem Kampf gesagt habt mit der Stufe 8. Mit dem Stufe 8 Überfall. Da bin ich ja mal ganz, ganz arg gespannt, was da dann noch so ihr schreiben werdet. Ob ihr das auch so gut, also ob ihr es besser gemacht hättet eigentlich sogar. Es war ja nicht so gut. Ich hab's. Wie soll man sagen, ich hab's geschafft, irgendwie noch abzuwenden. Richtig gut war es ja nicht. Wäre es richtig gut gewesen, hätte ich es geschafft, ohne dass einer verstorben wäre. Muss man einfach sagen. So, wir kriegen immer mehr Eisenerz. Eisenerz ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal Eisenerz. Und wir müssen noch mehr Reifestahl machen. Dafür brauchen wir mehr Klumpen, ne? So, und hier haben wir Kopfgeld. Na gut, die Meuchelmission, muss ich jetzt sagen, war... Oh, guck mal. Gehen wir mal daran. Was seid ihr? Deserteure, Hinterhalt, Stufe 7. 2, 4, 6, 8, 9. Ja gut, müssen wir trotzdem eingehen. Wir müssen langsam auch diese Kämpfe wagen. Ohne geht's leider nicht. So, das wird jetzt ein harter Kampf. Aber ich habe einen Tanky mehr. Du Heilige, die stehen aber richtig. Was heißt die überrascht? Hier ist gar nichts überrascht. Oh. Das ist richtig übel. Mhm. Scherge, Scherge, okay. Abtrünnige, Abtrünnige. Naja, ich bin gerade am gucken, wie ich es am dürfsten löse. Am besten ist, du wirst als erstes auf den Bombenleger gehen. Dann brauche ich Torus Horus, der auf den geht. Und dann muss ich gucken. Diego kriegt da. Das ist Hackard. Und die Nord. Badi Hardy geht damit am besten hin. Wobei ich da am liebsten. Warte mal, da machen wir es anders. Pief gegen Bart. Bart ist schon versierter, der wird mir hier mehr bringen und du kannst, Juli Reis kann mit Pief hier sich um die da nämlich kümmern. Und Inod wird, ich muss mal kurz gucken, Inod kann noch nicht so weit laufen, also kann sie damit rein. Okay, du bist dran, dann bist du dran. Dann ist der Scherge dran. Gut. Okay, du bist als erster dran, sagst du. Ja, okay, dann machen wir das mal. Ich gehe mal nach hinten dran, dann habe ich eine bessere Möglichkeit. Und jetzt kann ich erstmal schön Linie machen. Nice! Den habt ihr auch gehört, oder? Er hat nice gesagt. So, damit haben wir schon mal den ersten Fight out. Das Gute ist, damit hat der uns schon mal keine Möglichkeit. Und der nächste, der dann rankommt, der kriegt von unserem lieben Hildchen erstmal ein Ding auf den Dez. So, du gehst schon mal hier hin. So, jetzt kriegt der natürlich Infight. Hat ein Öl der Stärke und dann macht er auf Wiedersehen. So, dann haben wir die Bombenleger uns schon mal gleich vom Acker geschafft, ja? Jetzt ist die Frage, der Scherge ist dran.
Der hier ist übel, weil der so viel Life hat. Ja. Also der hier ist nicht so interessant, aber der ist jetzt halt interessant. Die Frage ist, wäre das was für Bart oder wäre das was für Nold? Ich wäre das was für Bart, ne? Bart geht mal nach da. Bart, von hart nach zart und Bart, die Ladi. So, pass auf. Ne, ist egal. Wir schießen den erstmal ein bisschen zurück. Dadurch ist der nämlich eingefroren und hat dadurch nur die Gelegenheit, zu Hähnchen zu gehen. Das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt können wir den nämlich machen. Weißt du, was Hähnchen macht? Die sagt auf Wiedersehen. Ja, ich liebe das. So. Wen haben wir jetzt? Genau, jetzt haben wir die Abtrünnigen. Und damit würde ich sagen, machen wir das ganz einfach. Du gehst hier so hin, dadurch muss der automatisch auch auf ihn klopfen. So, dann machst du das. Sehr gut. So, jetzt kommt das nämlich. Jetzt klopfst du dagegen. Das bringt dir nicht viel. Und jetzt können wir mit ihm mal gucken. So. Ja, die Beine sind noch nicht so ganz. Der kommt jetzt von da. Der wird den natürlich ein bisschen wegkicken. Hat jetzt Blutung. Das trainieren wir übrigens auf Stufe 8 dann raus. Ne? So, was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir den Scherge. Das ist mein letzter Scherge noch. Macht 12 Meter. Shit. Shit. Oh, passt. Passt. Ah, sehr schön. So, und dann machen wir den hier noch. Kostet sie leider jetzt was, aber wisst ihr, was wir gleich machen können? Der geht jetzt zwar da drauf, kriegt jetzt seine Blutung und jetzt machen wir aber gleich unseren kleinen Hacker-Trick. Ja, das war jetzt klar, dass du mit dem in Fight gehst, gibt mir aber einen Punkt, das ist damit sehr gut. Danach ist der Plünderer dran, das ist nicht so schlimm. Wir könnten jetzt das so machen, dass ich hier kurz rangehe. Dann mache ich den. Dann mache ich den. Das war's dann mit ihm. Und wir gehen dahin. Oh, Entschuldigung. So. Jetzt habe ich gerade nicht kurz Pause gemacht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt kommt der Plünderer. Der ist jetzt nichts Besonderes. Der macht Anvisieren. Und jetzt habe ich da nochmal. Ich könnte jetzt eigentlich mit Ego noch mal schön hier hinhuschen. Und dann machen wir einfach den hier gerade mal. So, haben wir also gleich noch mal wieder ein bisschen vergiftet und dann passt das alles. So, was, wen haben wir jetzt noch? Jetzt genau, jetzt haben wir den noch. Der wird sich jetzt da mal kurz. Ist aber auch cool, ne? Also gut zu wissen, wie weit du dann so der Abtrünnige ist dran. Also dann würde ich mit dem Abtrünnigen erstmal sagen, hier. So. Mache ich den oder spare ich den Punkt und gebe Juli Reis die Chance, das Ding einfach mal selber zu beenden. Genau. So, dann kannst du hier ran, dann machst du den und dann passt das so. Als nächstes ist der Abtrünnige dran. So. Und dann macht Diego einfach mal wieder einen Schlenzi-Benzi und dann war es das. So, die wird dann gleich auf ihn gehen. Was haben wir denn jetzt noch so? Also, Torres, pass mal auf. Könnten wir, kannst du den gut ausschalten? Eher weniger. Sprich, ich muss den irgendwie bewegen. Ja, das wäre was für Hackert, ne? Boom. Genau das, was ich wollte. Und der ist weg. Bombastisch. Mehr müssen wir nicht machen. Bombastisch, fantastisch. Genau, jetzt greift sie den wieder an, was jetzt nicht schlimm ist. Kriegt nochmal Gift und jetzt, das geht dann damit alles so. Du bist jetzt dran, ne? Genau, dann gehst du jetzt Hötchen, geht einfach mal hier hin und Hötchen macht jetzt erstmal den.
So, da sie nicht in den Kampf geht, würde ich jetzt auch da nicht weiter gehen. Und dann würde ich einfach sagen, pass mal auf, wir gehen ein bisschen an sie heran. Und machen den hier noch. So, das Waste. Und als nächstes können wir noch mit Badelhadel da oben hingehen, genau. Genau, genau, so muss es sein. Die haben schon gute Rüstung mittlerweile, ne? So, damit kann er jetzt auch nicht mehr viel machen und dann haben wir das auch mal schon hinter uns. Ja, wunderbar. Jetzt macht er wieder sein blödes Analysieren, das bringt ihm aber gar nichts. Mal auf, wir gehen mit Hildchen, gehen wir mal hier von hinten dran. Und Hildchen kann den ja mal einfach draufballern. Musstest du jetzt kritten? Ich wollte das Juli-Reis machen lassen. So, pass mal auf. Hackert geht mal hinten dran. Ach, Hackert. Torus geht hinten dran. So, jetzt haben wir die auch erledigt. Fertig. Fertig. So, was hat... Der will mich jetzt rollen. Da war nur eine Wurfaxt drin, oder was? So, jetzt haben wir hier... Aber hier können wir jetzt rasten, oder? Ohne Gefahr. Oh, gut. Schön verborgen in den Wäldern. Latsch. Huch, warte mal. Leute, gibt es ein schönes Weinchen dazu. Habt ihr euch verdient, meine Freunde. Habt ihr euch verdient. Sehr schön. So, wir haben jetzt wieder so ein bisschen Wissenskraft. Guck mal, wir kriegen ja mal wieder Wissen dazu, ne? Und haben wir jetzt irgendjemand, der noch quaggeln will? Nö, keiner will quaggeln, das ist gut. Wir haben mal wieder berühmt. Bombastisch. Also die Kampfdinger, da kriegen wir das hintereinander weg. Das ist jetzt nicht so das Teil. Boah, ich habe jetzt noch nicht das erreicht, was ich wollte, ne? Ah, hier haben wir wieder so ein... Ach ja, nee, das brauchen wir jetzt ja nicht. Sag mal, ist die dann da drin, ne? Nee, da sind sie, wa? Auf sie mit Gebrüll! Es stimmt doch, was die Leute sagen, oder? Die Legion gibt niemals auf. Schon seit mehr als 5 Jahren sind wir untergetaucht und doch haben sie es geschafft, uns aufzuspüren. Ha, egal. Wir sind es leid, immer vor diesen Bluthunden wegzulaufen. Wenn dies unser letztes Gefecht sein soll, dann soll es so sein. Wir werden nicht kampflos untergehen. 1, 2, 3. Ne, warte mal, sind 2, 4, 6, 8. Okay. Gut, die bringt aber auch 320, ne? Das Stufe 7 wieder. 8 gegen 8. Okay, zumindest zahlentechnisch ist es ausgeglichen. Also du hast einen Pionier dort und du hast einen Pionier dort. Der Pionier fängt an und der Pionier ist dran. Die Sache ist die... Ich würde gerne Juli-Reis irgendwie an sie rankriegen. Wie weit kann sie denn laufen? Ach du Heilige. Sie kommt von nirgends voran. Ne? Wir müssen echt nochmal... Schade, dass ich da nicht umgehen kann. Sie ist mir echt... Nächstes Level up geht in Bewegung rein. Sie muss ein paar Meter mehr laufen können als das da. Horus geht darauf. Bilde, wenn ich sie von da schicke, kann sie da ran? Ne, kommt sie auch nicht ran. Kann ich sie von da ran schicken? Ja, von da könnte ich sie ranschicken, aber dann habe ich hier noch den Duellanten, ne? Gut, das könnte man trotzdem machen. Naja, doch, das könnte man trotzdem machen. So, du bist ein Legionär. Du kommst bestimmt nicht daran, der Legionär. Die haben wieder viele Schildexperten, ne? Wobei, wir könnten auch so... Also Torus geht an den ran. Wobei, ich würde das eher tauschen, oder? Ne, wobei doch Torus geht an den ran. Juli-Reis. Oder wir warten dann noch. Clarissa kommt ja dann bis da ran. Und wenn ich Torus hier hinstelle, dann kann die Clarissa ja nur auf Seen gehen. Und danach könnte ich ja... Da sind immer alle anderen dran, ja. Ah! Die hat 102. Was hatten die für eine Bewaffnung? Rasender Angriff. Führt einen zusätzlichen Angriff aus, wenn das Ziel von Bluten, Verbrennen oder Gift betroffen ist. Was wir da machen werden. Doch, warte mal, wir machen das anders. Warte mal, kann der von da aus ran?
Ja, genau so. Okay, pass auf. Also, den haben wir dann da. Danach bist du Duelland da oben dran. Duelland, wie weit kannst du laufen? Also, wenn ich euch da rausnehme, wäre es mir am liebsten. Der kann zwar weiterlaufen, aber der kommt da nicht drum herum. Ne? Also, wenn ich so mache und den da rumlaufen lasse, dann könnte ich hier hinten uns ein bisschen mit denen. Ja, genau, dann könnten wir uns die rausnehmen. Und du gehst dann hier so rum. Gehst dann da ran, genau, und du kommst ja da nicht weiter. Du kommst zwar, aber du kommst nicht an uns heran, weil der da steht. Ja. Ich muss nur gucken, weil du bist dann da dran. Wenn ich den stoße, kommt er ja hier durch. Wenn ich den jetzt so mache, passt das. Und wenn ich dich dann da runter. Ja, passt trotzdem. Mua. Dann hatten wir das nämlich so, so und so. Okay, also pass auf. Dann machen wir das nämlich in eine ganz einfache Kiste. Wir gehen als allererster mit Juli Reis in den Nahkampf. Wir holen den erstmal raus, damit der uns hier nicht irgendwas herumschießt. Wenn das, sie kriegt Öl der Stärke, was gut ist. So, da kannst du nicht viel machen. Dann ist Torus Horus dran. Torus Horus geht in den Kampf mit ihm hier. So. Wir könnten ihn jetzt, glaube ich, wegmachen. Was jetzt mir ein bisschen aufstößt, ist, der kann nicht durch ihn durchrennen. Der auch nicht. Das spricht, ich kann sie damit outsourcen eigentlich. Ich glaube, outsourcen ist total das falsche Wort. Ich weiß nicht, woher ich dieses blödsinnige Ding noch im Kopf habe. Aber lassen wir es. So, dann bist du als nächstes dran, ne? Der Abgesandte kann so weit laufen und dann kann er aber mich pieksen. Der kann mich pieken. Dieser Frechdachs. Nee, warte mal. Das ist der Duelland und dann ist der dran. Ist der dran, ist der dran. Ich kann ja eigentlich so versuchen, dass Diego an dem ist, der an den ist, und dann könnten wir alle so ein bisschen in den Kampf reinkriegen. Weil die Hackert sie dann alle rausholt. Das wäre eigentlich ideal. Wenn ich den aber wegkicke, der wird ja dann weggekickt. Wenn ich den wegkicke, ist das Problem. Hat der wieder einen freien Weg. Wenn ich das jetzt nicht mache, kann der halt zwar überall, können der auch nicht viel ausrichten, dass es auf Torus da geht, aber dann kriegt sie mit ihm zu tun. Was auch nicht schlimm ist, weil ich glaube, der macht auch Zurückstoßen. Und wenn er zurückstoßt, kann ich den nehmen, dann kann ich den auch nochmal auf ihn schmeißen. Das würde auch gehen. Dann kann ich gleich einen Doppelhit machen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt ist jetzt die Frage, wie ich jetzt weitermache, weil als nächstes bist du dran. Du müsstest jetzt nichts machen können. Dann bist du dran, dann bist du dran und dann bist du dran. Also würde ich, aber Diego geht mit dem nicht in den Kampf ein. Oder doch? Ach, müsste aber eigentlich, ne? Doch, sind im Kampf. Genau, das, was ich wollte. So. Ach, er trifft seinen eigenen aber nicht. LOL. Pass mal auf, weißt du was? Wir machen jetzt das anders. Du gehst jetzt daran. Du kämpfst mit dem jetzt. Da ich jetzt mal einen Punkt verbrauchen muss und mich auch wieder einen Punkt bekomme, mache ich das. Und da er jetzt immer noch Rüstung hat, kann ich das machen. Und hilf, hört doch mal auf, mal immer diese ganzen Dinger da zwischendurch reinzupacken. So, jetzt bist du rein. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht er nämlich rum. Passt. Aber was mir jetzt doof kommt. Nee, okay. Der hat Riposte jetzt. Okay. Als nächstes bist du, dann bist du und dann bist du. Jetzt würde ich gerne Hackert hier ransetzen, dass er nochmal ganz kurz den macht. Und jetzt macht Hackert den. Boom! Und jetzt gibt's das. Achso, die haut aber auch zurück. Der wird zurückgestoßen, der kriegt einen Hit und die kriegt einen Hit.
So, und Hackard? Ja, Hackard steht jetzt doof da, weil alle auf ihn aufpassen. Du Müll! Klack, 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 klack. So, jetzt ist der Legio dran. So, warte mal. Weißt du, was wir jetzt mal tun werden? Pief ist dran, ne? Pief ist dran, Pief ist dran, Pief ist dran. Pief geht jetzt mal dahin und kriegt. Wunder mich, der macht echt nur 8 Schaden. Warum macht denn der nur 8 Schaden auf den? Warum hat denn der Schutz? Warum haben den alle Schutz? Liegt es an ihr? Wer macht denn dem da die ganze Zeit den Schutz? Das wundere ich mich gerade. Mein nächstes Problem ist, dass ich den irgendwie immer noch nicht so richtig treffe, wie ich ihn treffen wollen würde. So, jetzt. So. Jetzt kann er nur auf den eingehen, das ist halt das und... Ach du Heiliger. Ach du Heile, die Legionäre, die sind so übel. Ja. Die hat, haben auch alle Schutz, ne? Wieso sind die zahlenmäßig unterlegen? Das stimmt doch gar nicht. Das ist ein 8 gegen 8. Sehe ich ja jetzt erst. Zahlenmäßig seid ihr doch gar nicht unterlegen. Das kann jetzt übel ausgehen. In der nächsten Runde ist du dann dran. Ne? So, machen wir erstmal hier. Mal gucken, wie ich das jetzt hinbiege. So, und jetzt habe ich noch den da. So, mal schauen. Das heißt jetzt, dass der mich jetzt erhitten wird. Ich weiß nicht, ob die den aushält. Okay, das ging. Machst du noch den? Und jetzt ist der motiviert. Motiviert bringt was? Motiviert Schaden und nochmal 10. Boah. Ey, das ist so übel. So. Komm, gib mir mal einen Crit. Gib mal einen Crit. Ah. Okay, so, jetzt kommt sie. Sie haut jetzt auf ihn ein, auf sie ein, sie haut zurück. Und kriegt den Punkt. Gut, jetzt ist die Frage. Pionier ist als erster dran. Dann ist der Duellant dran. Wenn Hackard das Ding... Warte mal. Kann Hackard das Ding jetzt hier beenden? Nee, Hackard kann das Ding nicht beenden. Dann machen wir erstmal das. Mist, ich krieg sie immer noch nicht tot. Aber jetzt kriege ich die wenigstens in den Kampf rein. Kriege ich sie wenigstens in den Kampf rein. So, pass mal auf, der wird ja gleich das machen. Also könnte ich mit ihm hier vielleicht... Komm, bitte, bitte. Ja! Und weißt du was? Komm, den da. Ich weiß, er macht trotzdem das Durchrennen, aber ich habe jetzt erstmal das. Und jetzt mache ich den hier. Hä? Was war denn das? Okay, das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Ja, kommt der nicht weit, also könnten wir eigentlich machen, dass Juli Reis kurz hier rangeht und den schon mal wegknallt. Genau, weil die brauchen auch mal ein bisschen EP. Ist ja geil. Kein Blut mehr hier, ey.
So, also ist der schon mal weg. So, was machst du jetzt? Kommt der echt da noch ran? Ach du Heilige. So, Clarissa. Dann ist der dran. Jetzt muss ich überlegen gerade. Eve könnte sie ganz gut ausschalten. Ne? Wenn Eve jetzt hier hingeht, dann kann Eve da einen Hit machen und dann ist sie auf jeden Fall weg. So. Abgesandter macht mir ganz schön heftige Kopfschmerzen. Diego macht mir Kopfschmerzen. Diego macht mir echt Kopfschmerzen. Das kann übel für mich bei Diego ausgehen. Das müssen wir mal jetzt machen. Sehr gut, weil dann kann ich Diego rausziehen. So, was kann der nämlich jetzt noch? Der kann nur noch so weit laufen. Genau, passt. Super. Den müssen wir immer Line of Sight spielen. Das ist eigentlich das Beste. Ansonsten ist das schlecht für uns. So, du gehst mal hier ran. Nimmst du den? Ja gut, es hat... Wieso kämpft er denn nicht? Hallo? Der wird nicht in den Kampf gezogen. Warum? Was ist denn das jetzt für ein Quark? Was war denn das jetzt für ein Quark? Shit. So, weißt du, was wir jetzt machen? Tschüss! Warte mal, erstmal machen wir noch den hier. Und jetzt machen wir den hier. Kommt nämlich nicht hinterher zu ihm. Ja, der wird jetzt auf Taurus gehen. Der X. Ah. Der Taurus kann sich im Nahkampf schon ein bisschen besser werden. Puh. So, wen haben wir jetzt noch? Du bist noch der Legio. Ich kann den ja so stellen. Wir müssen noch mal ein Stück heran. Ich kann den ja so stellen, dann kriegt er nämlich Schaden. Ohne, dass wir kämpfen. Und dann machen wir den hier. So, jetzt haben wir noch Buddy Hardy. Und dann machen wir den hier. Ach du Heilige, danach ist der Duelland dran. Okay, so. Der kommt ja jetzt nicht weit, das ist der Vorteil. So, wer ist denn da? Danach ist der Duelland dran, ne? Ist schon ein ganz schön akribischer Kampf hier, meine Freunde. Ja, ist ja ganz schön zu tun. So, hat jetzt ablenken. Das Schöne ist... So, jetzt machen wir den hier erstmal, weil jetzt... Ach Mist, der macht jetzt eh den Durchrun. Nee, hä? Was ist denn das? Manchmal macht er den und manchmal macht er den nicht. Ich würde mal jetzt gerne wissen, warum er das macht. Ihr könnt nur einmal so... Zieht sich zurück und greift dann gerade den anfügt Einheiten auf dem schon bewirkt. Aber warum kann er das? Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Das wundert mich jetzt gerade. Jetzt machen wir das hier, dass der wieder zurückgekickt wird auf jeden Fall. Und der kriegt nochmal einen Hit rein und liegt bei einem. Willst du mich jetzt rollen oder was? So, warte mal. Wir haben hier den Duellanten. Der Duellant ist nochmal dran. Ja. Wir haben zwei Kampf... Oh, komm, Kritte. Hat er aber nicht ausreichend gekritt. Na egal, er ist jetzt eh tot. So. Ich muss jetzt kurz überlegen, weil wenn ich mit... Er hat jetzt wieder einen weiten Laufweg, ne? Wir könnten den aber... Warte mal. Kann ich den jetzt nicht einmal... So. Ich krieg den nicht in den Kampf rein, wa? So, warte mal. Der ist dann dran. Okay, wir machen das mal so. Wir gehen mal mit dem... dahin und den töten wir jetzt einfach so. Dann nehmen wir ihn so... Wir stecken einfach nur den Pfeil eigentlich in den Kopf rein. So, und jetzt haben wir nämlich zwei Points und dann schicke ich den erstmal wieder zurück. Ich muss den einfach nur hinten halten. Der kann sich immer nicht bewegen. Der interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. So. Nächstes bist du nämlich dran. Wir werden unseren Fokus hier drauf halten, während wir dann dort das abarbeiten. Der hier ist jetzt als nächstes dran. Also sprich, da kann unser Taurus mal ein bisschen loslegen. Was ist denn das? Warum hat...
Wir kriegen so wenig Schaden auf die. Ich krieg so wenig Schaden auf den. Das verstehe ich gerade die ganze Zeit nicht, warum ich so wenig Schaden auf den drauf kriege. So, der müsste jetzt aber tot umkippen eigentlich nach der Runde. Übermotiviert gestorben, mein Freund. So, Diego kann doch jetzt eigentlich hier so ein bisschen ran, so, ne? Und dann kann er hier einfach mal hinter den... Der Kampf war jetzt schon wieder ein Ticken mehr. Und jetzt kann Diego noch mal ein Stück in die Richtung. Und dann müssen wir uns erstmal auf den da konzentrieren, während du ihn beschäftigst. Kommst du denn da ran? Ne, du kommst nicht daran, ne? Kommst du daran? Ja, du kommst daran. Ist der Abgesandte hier, ne? Genau, der wird als erstes so. Das ist so krank, dass die so heftig sind. Ach, du Heiliger. Hackard, kannst du noch daran? Alter, da ist. Die kriegen wir nicht tot, ne? Wir haben noch zwei, die laufen können. Warte mal. Kannst du noch mal ran? Der müsste da jetzt extrem schaden. Wir haben den schon umzingelt. So, ich stelle mich jetzt neben dich. Baller dir da in den Kopf. So, jetzt haben wir nur noch einen da. Tötet feindliche Einheiten. Eure Einheiten werden zu einem. Ihr gewinnt die Schlacht. Eure Gegner sind überwältigt und fliehen. Es geht nur, wenn sie alle tot sind. Ne? Die fliehen auch gar nicht. Das ist das Krasse. So. Guck mal, der lädt einen Schaden um 30 Schutz, weil die irgendwie diesen Bonus haben. Die Legion, einer gegen viele. Nee, ich werde dich jetzt bestimmt nicht daran setzen. Ja, wir lassen den mal da stehen und Body Hardy kann noch mal ein Stück laufen. Wie weit kannst du? Kannst nicht weit, okay. So. Weißt du was? Mach mal den. Vielleicht krittest du den weg. Na, endlich. Oh. Boah, also gegen Legionäre zu kämpfen, das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Oh, guck mal, was sie da haben. Aufwertbar, rasender Angriff. Fügt dem Ziel 70 bis 90 Schaden zu, führt 41 Angriff, wenn das Ziel von... Oh, welchen hattest du gehabt? Jetzt müssen wir gucken, was das bringt, wenn wir den aufwerten. Du hattest ja 11, bist aber auch Stufe 6. 11 und Stufe 6. Und der ist 4. Mache ich 2 Aufwertungen. Mal gucken. Wenn ich dann über 11 komme, wäre es nicht schlecht. Ansonsten, naja, war es nice to have, dass wir es gehabt haben. Aber bringt uns da nicht. So, 12 Materialien. Wir dürfen jetzt auch nicht mehr kämpfen, ne? So, warte mal. Wo sind denn wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Wenn wir hier runtergehen, kommen wir eigentlich ins Hochlandlager. Und hier haben wir jetzt gerade... Ach genau, da ist das Ratten... Da ist eine Rattenplage wieder. Okay, da können wir ja schon mal sagen, wir haben doch mal die Rattenplage entdeckt. Wollen wir mal gucken. Ich würde jetzt nämlich ungern eigentlich hier irgendwo bleiben. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann hier runter und bringen mal die Mission weg. Wir bringen mal die Mission weg. War ein sehr aufwendiger Kampf, meine Freunde. Also das war schon... Huiuiui. Huiuiui. Hätte jetzt nicht so gedacht... Aber, naja gut, das ist ja einer von der Legion. Aber wir waren Gleichstand. Das fand ich ein bisschen unfair. Müsste aber auch zugeben, das war unfair. Wir haben einen Gleichstand und die sagen dann, sie sind in Unterzahl. Also was soll denn das? Oder haben sie, da steht Stufe 7 und wir haben ja nicht mehr als Stufe 7, weil unser Höchster ist ja Stufe 6. Also sind wir ja da am rechnerischen Punkt in Unterzahl. Ich gucke, dass ich wenigstens in den Wald komme, dass ich da wieder rasten kann. Nach dem letzten Ding, ey, das ist mir so eine Leere gewesen, dass ich nicht mehr außerhalb des Waldes dann raste.
So, jetzt sind wir im Schutz des Waldes. Jetzt können wir hier rasten. Für 10 Tage haben wir ja noch das ganze Zeug da. Und daher bringt es mir noch was. Nee, warte mal. Wir wollten jetzt nichts gucken. Wir haben jetzt auch gerade nichts zum Gucken. Ne, genau so. Hier, was haben wir denn da? Das und das machen wir wieder, wie immer. Ne? Und dazu einen schönen Hanftee. Und dazu gibt es einen schönen... warte mal, ich habe hier noch so ein Wildfleischchen. So. Da müssen wir dann nochmal rübergehen, um zu gucken, was das uns bringt. So, wir haben einen neuen Wissenspunkt bekommen. Wollen wir jetzt hier eigentlich jetzt auch das noch anlernen? Oder wollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes machen können? Wir haben ja immer noch hier eine ganze Menge, ne? Blaubeere. Warum mal Blaubeere und Dings? Ja, gut, nee. Nee. Hier bringt es auch nichts mehr, ne? Hier fehlt noch ein paar Sachen. Und dann haben wir das auch schon bald. Apothekertisch, naja. Ach so, dann müssen wir die... Ach so, und die müssen wir herstellen. Wenn wir die jeweils einmal herstellen, kriegen wir da Rezepte. Wir müssen uns echt mal mehr mit der Alchemie auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal das schon mal fertig, dass wir die schon mal haben. Oh, und Hildchen hat was, ja? Liebe Hildchen, ja, nach meiner unglaublichen Leistung im letzten Kampf werden die anderen mich für die Beste von allen halten. Und sie haben recht. Ach, Hildchen. Ermahnen, den Trupp eurem Beispiel zu folgen. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Ich würde das hier machen. Genau, jetzt kriegst du nämlich gleich schon mal wieder EP, damit wir sie auch schon mal weiterbringen. Damit sie dann auch bald mal dann höher vom Level ist und wir dann da auch wieder mehr Nutzen daraus ziehen können. Den müssen wir auch mal bald wegmachen, da den Trupp. Na komm, wir gehen mal auf die Straße. Immer in den Wäldern ist auch doof. Hier ist aber wesentlich schneller. Guck mal da. Wam, wam, wam. Sehr gut. Nächste Rast müssen wir Sold bezahlen. Ja gut, wir haben jetzt ungefähr das Doppelte haben wir jetzt gerade eingenommen. Von daher geht das eigentlich. So, Hallöchen. Du, guck mal. Hast du? Nee, hast du nicht. Lol. Das ist auf 88 runter. Ich habe das für, weiß ich nicht, was verkauft. Okay, warte mal. Erstmal kannst du den haben. Das war es schon mal. Die Handaxt kannst du haben. So. Gewichtung. So, jetzt haben wir das Schwert noch. Das will ich mir dann erstmal angucken, die Kraftklinge, was das uns noch bringt. Du hast keine Reparaturmaterial. Das ist schlecht. Keine Reparaturmaterialien. Du hast auch gerade keine, ne? Genau, wir müssen mal die Händler abklappern, glaube ich. Oh, weißt du was? Wir könnten mal was machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir kaufen die mal wieder auf. Gehen die wieder mal in dem anderen Lager verkaufen. Das machen wir jetzt dann auch, weil wir müssen eh da mal wieder im Aufwerten mal gucken, was das uns bringt. Gasthaus zur Flugschar. Du, guck mal hier, ich habe eine Mission für dich. Danke dir. Hast du noch irgendwas, was ich erledigen schaffe? Oh, zwei sogar. Das da hinten, da müssen wir eh nochmal hin und dann freilassen, Finstern. Über den haben diesen Ort zu ihrem Unterschlupf gemacht, Finstern im Atom. Genau, das passt. Das sind auch so Missionen, deswegen machen wir die auch immer nicht so. Die können wir dann nämlich gleich wieder erledigen und dann passt das. Aber wir gehen jetzt erstmal retour. Wir haben uns jetzt ein bisschen, machst du? Nö, du lass mal. Ich guck mal, ob der Aufwertbare uns was bringt. Das müssen wir jetzt gucken, ob der uns was bringt. Weil wenn der uns was bringt, das wäre gar nicht schlecht. Dann könnten wir daraus was machen. Und dann könnten wir den Juli-Reis geben. Klar, dann ist es wieder unser Schwert weg. Aber das ist mir dann in der Sache auch egal. Weil wir dann damit wesentlich stärker sind, glaube ich. Weil ich finde die Attacke, die er da hat, gar nicht schlecht. Weil es ja rasender Angriff. Damit machen wir 70 bis 90 Stärke Schaden und einen zusätzlichen, wenn das Ziel dann nochmal bluten und vergiften etc. drauf hat. Also wenn wir den wieder kombinieren, dann macht er wieder mehr Schaden dann. Zum Beispiel, wenn wir da dann da hinten Diego hinsetzen. Da oben war ich, glaube ich, schon, ne? Ja, ich glaube, da oben war ich schon. Ja, ja, da oben war ich. Unabhängiger Start, Tiltrin. Gucken wir, dass wir vielleicht dann noch mal ein bisschen was zu essen besorgen. Wir sind ja schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Komm, wir gehen erstmal hier hoch zum Trainingsgelände der Bruderschaft. Ich würde erstmal gern wissen, wegen dem Aufwerten.
Der müsste ja pro Aufwertung Minimum 2 Stärke kriegen. Am besten wäre es, wenn er 3 pro Aufwertung bekommt. Welchen? Warte mal, er fordert Stufe 3. Warte mal. Nee, ich wollte mit dem Sport. Was stand da? Anführer. Ach so. Könnt ihr noch sozusagen angreifen. Hi du. Wenn euer Gefährten nicht irgendwie ein Trüppler ist, dann scheut euch nicht, ihn eure Fertigkeiten zu lehren. Warte mal, aufwerten. Was bringt mir denn das jetzt? Ich werde ihn für 250 auf. Warte mal, er ist jetzt Stufe 4. Der bringt 2. Danach, der braucht dann Stufe 4. Warte mal. Der würde... Ich brauche den aber nur für Stufe 5, ne? Also kann ich den auf 8 aufwerten? Auf 8 kann ich den aufwerten. Und dann kann ich ihn auf Dings aufwerten, ne? Warte mal. Nächste Stufe ist er dann Stufe 6. Ist er Stufe 6? Und wenn er Stufe 6 ist, dann hat der 10 Stärke, also 1 Stärke weniger. Aber ich kann ihn dann nochmal einsetzen, hat er 12, ist er stärker als unser Schwert. Der würde also uns schon was bringen, aber erst später. So, und jetzt hat er... Nee, das bringt ja gar nichts. Der bringt ja nur einen Stärkepunkt. Das ist dumm. Wann ist der erst... Wann ist der überhaupt gut? Wenn der dann Stufe 8 und wir den auf Stufe 7 dann nutzen können, oder was? Eine Respezialisierung würde ich gerne haben, und zwar mit Julireis. Bestätigen. So, jetzt können wir sie nämlich komplett... Sie ist nämlich wieder komplett leer. So, sie bekommt Beschützer. Ne? Also wir haben gesagt Beschützer. Genau. Dazu, jedes Mal, wenn die Einheit kämpft, erhaltet ihr. Jedes Mal, wenn die Einheit kämpft, erhält sie Ablenken. So, jetzt ist sie richtig. Zack. Jetzt haben wir sie schon mal richtig dargestellt. Hat uns jetzt alles ein bisschen Geld gekostet, aber das musste jetzt auch mal sein. Du sag mal was? Kann ich bei dir schon wieder klauen? If one of your companions doesn't carry their weight, don't be afraid to teach them new skills. Aber du, hör mal. Dir ist da was abhanden gekommen, mein Freund. Bei dir kann ich jetzt, glaube ich, nichts mehr machen, ne? Doch, du kannst den hier. Ja, machen wir das. So, Hild ist fertig. Diego, den will ich nicht. Den will ich auch nochmal neu machen. Der Diego wird nochmal neu gemacht. Bart, machen wir das. Ja, dann wird er auch stärker. Hackert hatten wir hier noch. Ich überlege, ob ich den vielleicht auch nochmal neu mache. Torus ist fertig. Inoue, du kannst das machen, den durchbohrenden Wurf und dann Destabilisierung auf jeden Fall. Julireis. Ich habe nur noch ein Buch, ne? Das machen wir. So, wir haben wieder Punkte, und zwar den Baum hier freigeschaltet. Einen Punkt und einen Punkt. So, und dann haben wir hier nochmal Spezialist. Sehr schön. Gut, wir müssen... Hä? Achso, nochmal Spezialist. Okay. Wir müssen jetzt aber Geld zahlen. Oh, und wir müssen rasten. Also wir müssen jetzt so oder so Geld zahlen. So, jetzt hast du jetzt aber hier gar nichts. Genau, so. Pass mal auf, kriegst du das? Und dann kriegst du hier mal ein bisschen rein. So, einen noch. Zack. Blapp, blapp. Zack, zack. So, und jetzt haben wir die Schulden, die wir haben. Also bei knapp 4,4. Und wieder ein bisschen was drauf. Da müssen wir das noch hinpacken. Und der hier lohnt sich nicht. Das ist kein so gutes Schwert, wie ich gehofft hatte. So, wir gehen gleich auf die zu, machen die Bezahlung. Wir bezahlen unsere Schulden. Ist halt so. Hey! Du, hör mal. Ja, wir haben wieder Mist gebaut. 20. So, machen wir. Wir haben ja nichts mehr. Aber immer gerne doch. Wir sind freundliche Bürger, wir zahlen unsere Schulden immer wieder. So. Lalala. So, jetzt haben wir wieder alles fertig. Die Bücher haben wir mitgenommen, die können wir heute brauchen. Und da mache ich mir ja keine Sorgen, weißt du? Kannst du mal jetzt nach Stromkapitel reinlaufen, Leute? Also manchmal macht ihr mich ganz schön wuschig da mit eurem Laufstil. So, hier können wir mal gleich gucken. Ich brauche von dir nämlich ganz dringend die hier. Danke dir. Ja, alles gut, mein Freund, alles gut. So,
Also den haben wir jetzt heftig aufgewertet. Ich behalte den erstmal, weil ich habe jetzt 200 Kronen dafür bezahlt. Das mache ich mir jetzt auf jeden Fall nicht mit, dass ich da den Kladderadatsch da jetzt so einsehe. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Hi. Ja, komm. Was hatten wir bezahlt? 450, 200 Kronen haben wir jetzt mehr gemacht. Genau, dann machen wir 200 Kronen jetzt mehr. Wir sind wieder was bei 5. Wir sind geschickter Händler. Ein geschickter Händler. Oh, schön. Ansonsten haben wir jetzt gerade nicht viel. Ne? Wir sind langsam so ein bisschen an der Stelle, wo wir... Ja, hier kostet das hier 67. Dann nehmen wir den mit. Für 3,35 haben wir jetzt mitgenommen. Das können wir dann da oben nochmal verkaufen, wenn wir jetzt dann zurückziehen. Und dann machen wir das jetzt auch. Wir ziehen jetzt einfach nur nochmal kurz zurück. So, das hier nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann quatschst du mit der nochmal. Dann nimmst du das hier nochmal mit. Traum. Brauchten wir für das andere, ne? Warte mal. Brauchten wir für... welches Rezept war denn das hier? Haben wir einen Topf? Ah ja, doch, haben wir einen Topf. Brauchten wir. Was konnte ich nicht machen? Den Kohlbarsch konnte ich nicht machen. Dafür brauche ich Barsch. Barsch bräuchten wir einfach nur 5 Barsche, dann geht das eigentlich. Ne? 5 Barsche, 5. Genau. Brauch noch 5 Barsche. Hast du mal Barsch? Passt. Ja, gut, hat uns jetzt alles so ein bisschen gekostet. Aber wir können jetzt nochmal Essen machen und dann können wir gleich losziehen. Ah, schön. Guck mal, jetzt haben wir nämlich hier unseren Koch. Und der Koch, der macht hier erstmal 5. Flupp. Und dann macht er hier nochmal gleich 5. Genau. Flupp. So. Leutnant Torus der Geschichte ist jetzt Kochmeister. Der Trupp nimmt 2 weniger Nahrung zu sich. Meister. Das Meister ist doch eigentlich, dass er fertig ist, ne? Verfassung 14 gemacht. Ei, der Daus. Unser schöner Meister, Koch hier. Eigentlich hätte er Schmied und sie hätte, ja. Schade. Nee, egal. Ich finde, haben wir gut gemacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Legendäre Handwerker. So, wir haben die nächste Stufe freigeschaltet. Gäste mit Missionen zeigen größtige Primärkeit in einfach die Lage. Bonusmöglichkeit, Missionen in der Kopfgeldliste zu verhandeln. Ach, guck mal, wir können doch mal um 10% erhöhen. Genau, das wollten wir machen. Es lohnt sich dann gleich doppelt jetzt, dass wir hier so zumindest ein bisschen das haben. So, meine Freunde, ey, wir haben heute weniger Kämpfe jetzt eher gehabt. Jetzt haben wir mehr so ein paar andere Sachen gemacht. So, pass mal auf, ich packe dich erstmal rein. So, was haben wir denn jetzt hier noch so von der Gewichtung her? Ist noch irgendwas, was wir jetzt da erstmal drinnen lassen können? Ne, die behalte ich dabei. Das sind 0,1, das sind 0,3 insgesamt. Und von daher könnten wir alles andere jetzt einfach mit uns mitnehmen. Wir haben für 12 Tage Essen. Genau, hier ist der Rest, will ich behalten, oder? Joa. Oh, joa, hast du hier irgendwas? Where would you like to go? Ach so, nur Reisen, ne. Gut, wir sind durch hier. Wir machen jetzt nochmal eine Retourreise. Nochmal zum Verhandeln und Handeln so ein bisschen, dass wir da auch nochmal was haben. Und in der nächsten Folge können wir dann nochmal da ein paar Missionen abschließen. Und dann können wir uns mal langsam überlegen, ob wir bei dem einen da das jetzt annehmen mit dem Geld einnehmen da irgendwie so ein bisschen. Dass wir das vielleicht machen mit dem einen Typen, dass der da mitkommt. Und wäre auch witzig, weil wenn ich den anderen mitnehme, was passiert denn? Ich habe den Ab dabei und ich habe den anderen dabei. Was passiert denn da? Ich beide dabei habe. Also das nächste, was man so erfragen müsste. So, warte mal. Du siehst mir nach Ware insgesamt aus. Ja, ne? Das ist Rüstung, habt ihr ja gesagt. Genau. Das ist einfache Rüstung. Warst du auch was zum Rep dabei? Nee, aber du hast Kittel des Adoranten. Das bringt uns gar nichts. Ist auch nicht aufwertbar. Und du hast das Falkchen des Verteidigers. Ein Schwert bringt mir auch nicht viel. Schade. Schade, Marmelade. Wir machen das so, dass er zumindest einmal zurück ins in die Stadt kommt, da verkaufen wir und dann machen wir Feierabend. Dann haben wir auch wieder eine gute Spielzeit drumherum. Und ich muss sagen, das Spiel fesselt einen einfach. Das ist sowas von gut gemacht. Also für mich ist das
Kam jetzt dieses Jahr raus, ne? Was? Dieses Jahr oder letztes Jahr? Also jedenfalls, für mich ist es für dieses Jahr bis jetzt das beste Spiel, was ich für mich so gespielt habe. Ich habe ein paar jetzt gespielt, so das Bärchen sein Frühstück und sowas, alles war so ruhige Spiele. Aber das, was mich so von dem Spiel halt her fesseln tut, ist dieses Spiel wirklich. Also das ist so wahnsinnig vielseitig und abstrakt und alles, was du alles da machen kannst, machen tust, deine Gruppe ausbessern, du kannst ein Mitglied verlieren und so weiter. Das ist der Wahnsinn. So, warte mal, ich hatte 3,50 hatte ich ausgegeben, ne? Ich hatte 3,50. Das sind jetzt aber mehr. Ach du Heilige, das bringt mir jetzt richtig Kohle. So, alle verkaufen. Wir haben jetzt richtig Geld gemacht, meine Freunde. Wir haben jetzt gut Geld gemacht. Der Handel bringt was. Sobald der wieder voll ist, verkaufen wir die Edelsteine unten und so kriegen wir immer ein bisschen Geld rein und können uns nur von dem Bein hin und her ein kleines bisschen Vermögen aufbauen. Was gut ist, weil wir haben jetzt einen guten Sold, den wir ja auch zahlen müssen, und haben aber eine Menge Kohle. Und dann machen wir einfach auch so, dass wir so ein bisschen Händler sind. Aber guck mal, was ich witzig finde, der baut hier das nicht richtig auf, weil der da hoch soll, kann er das aber nicht richtig aufbauen. Hier ist er witzig. So, oh, genial. Also die Runde hat jetzt wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Wir haben wieder eine ganze Menge erreicht. Ich wüsste jetzt auch noch nicht, also da müsste er mir, könnte mir auch gerne was empfehlen. Ich hoffe, jetzt kriege ich vorab nochmal weg. In welcher Größenordnung verhalten sich die Truppen nachher eigentlich? Ich glaube, man könnte ja richtig viel machen, aber ich weiß gar nicht, in welchen Gruppen und Größenordnung man hier wirklich hantieren soll. Du hast ja jetzt, die habe ich ja schon. Ich kann jetzt, glaube ich, noch einen annehmen, aber das bringt mir alles nichts. Das passt so, ja. Doch, ich würde sagen, wir machen heute, vielleicht wollen wir den heute mal so ein Bett in der Taverne gönnen. Wir könnten denen ja heute mal ein Bett in der Taverne gönnen, oder? Sag mal, was hast du eigentlich noch für ein Rezept für mich hier? Schweineeintopf. Kandierte Frucht. Aber wo kriege ich denn jetzt den Schweineeintopf her? Ich habe ja hier nur die kandierte Frucht. Da brauchen wir Trauben, Kirschen, Honig, Äpfel, damit ich das hier kriege. Kostet uns 80 und stellen 3 wieder her. Aber ich will mein Geld jetzt nicht dafür ausgeben. Ach komm, weißt du was? Wir lassen unseren Trupp wirklich mal einfach mal hier rasten. Einmal, dass sie in der Taverne sitzen, ein bisschen feiern, ein bisschen jetzt auslasten und so weiter. So, haben wir mal jetzt gemacht. Das ist auch immer ganz okay. Man muss ja nicht immer sie komplett da ausbauen. So, sag mal, wo gibt es denn jetzt hier noch? Da habe ich einen Handelsposten. Nee, das war jetzt falsch. Ich wollte nicht zur Apotheke, kleiner Markt. Hat der noch ein Rezept? Nee, du hast kein Rezept, ne? Nee, du hast keins. Ja. Du hast auch keins. Und du hast, glaube ich, auch keins, ne? Okay, wo kriege ich denn jetzt so ein Rezept her? Hier ist jetzt nichts weiter, ne? Du hast jetzt auch kein Rezept, wa? Okay, mal gucken, wo wir das Rezept herkriegen. Schauen wir mal. Aber für heute war es das mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt jetzt mal was fein. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch mal sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann kümmern wir uns erstmal hier. Da würde ich hier nämlich mal hergehen. Die Mission und die Mission, die machen wir, dass wir die beiden Sachen freischalten. Und dann holen wir vielleicht den hier ab und gucken mal, dass wir da diese eine Mission, wo er uns begleitet, machen. Und dann sollten wir mal langsam die Jagd, die Meute von Arthas, dass wir diese Meute von Arthas mal jagen. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Das wären die Punkte, die wir so in der nächsten Folge versuchen anzustreben, ne? Ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin, ne? Tschüss!